Herzlich willkommen, Johannes Rizek. Was für ein Empfang für einen Olympiasieger, für einen mehrfachen Weltmeister, für einen Sportler des Jahres. Jetzt heißt es ja, dass die Wintersportler im Sommer gemacht werden. Trifft es auch für die nordische Kombination zu? Ja, ich glaube, da sind wir keine Ausnahme. Wir stecken gerade in den letzten Vorbereitungen. Aber ja, der Sommer war schon sehr trainingsreich. Und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es jetzt dann in 3 Wochen losgeht. Genau, in 3 Wochen beginnt die Saison. Das heißt jetzt ganz konkret, was haben Sie die letzten Tage gemacht? Was war heute los? Heute war in der Früh noch eine Rollereinheit und dann bin ich hierher nach Mainz. Wir waren die Woche zum ersten Mal beim Langlaufen in Davos. Da haben sie schon so Snow Farming, nennt sich das, Schnee übersommert, und den haben sie jetzt ausgefahren. Und so konnten wir die ersten Langlaufkilometer machen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich Spannende auch. Geschichte. Ich auch. Johannes Rizek. Johannes Rizek, ein nordischer Kombinierer, wie er im Buche steht, Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister, Sportler des Jahres und auch eben sehr fußballinteressiert. Ist das schwierig, wenn man dann im Winter durch die verschiedenen Länder reist, so das Team zu verfolgen? Ist es im Sommer einfach? Also ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan in unserem Team, aber da gibt es jetzt das ein oder andere Lager, die Bayern-Lager Erik natürlich. Erik Frenzel ist genau, Bayer, gell? Genau, Vincent Geiger auch, und da verfolgen wir das schon immer, und nach so einem Wettkampftag schaut man dann schon mal die Ergebnisse und gibt so kleine Spitzen an die Teamkollegen. Natürlich. Also der Gesamtweltcup, Johannes. Der fehlt Ihnen noch. Jetzt wissen wir allerdings vom Bundestrainer Hermann Weinbuch, dass er sehr interessiert daran ist, auf eine optimale Ausrichtung während der Saison zu achten, dass man zum Saisonhöhepunkt dann fit ist. Also lieber mal so ein Rennen auch ein bisschen lockerer angehen, aber dann da sein, wenn es um die Medaillen geht. Jetzt haben Sie die aber ja alle schon. Wie gehen Sie die Saison denn jetzt an? Erstmal bin ich unglaublich dankbar über das, was ich jetzt in den letzten Jahren erreichen durfte, erleben durfte. Die ganzen Erinnerungen und auch Medaillen nimmt mir jetzt keiner mehr. Trotzdem geht es für die neue Saison. Die waren ja alle die sind ja nicht alle so vom Himmel gefallen, sondern es war harte Arbeit, und genauso steht es vor dieser Saison auch wieder an. Es hat sich sicher auch wieder einiges verändert. Neue Konkurrenten oder anders sind einfach es hat sich einfach vieles verändert, und das weiß ich, und aber das freut mich jetzt auch auf die Saison, dass es einfach spannend bleibt, und natürlich ist die Ausrichtung erstmal auf die Weltmeisterschaft. Da bin ich immerhin zweifacher bzw. vierfacher Titelverteidiger, und davor stehen noch einige Weltcups an, und die sind auch einfach besondere Rennen, und die will ich auch so sehen. Und dann schauen wir, was am Ende des Jahres für Punkte dastehen. Aber als Ziel einen Gesamtweltcup zu gehen, das wäre, glaube ich, einfach vermessen, weil das so eine lange Saison einfach viel zu viele Unvorhersehbarkeiten hat. Und deswegen, Seefeld wird sicher ganz besonders, und das ist erstmal der Hauptfokus. In 3 Wochen geht's los. Wie war der Sommer? Sommer war sehr, sehr, sehr schön, war nicht nur von Sport geprägt, sondern auch ein paar andere Highlights gehabt, und deswegen freut es mich gerade umso mehr, dass es jetzt wieder losgeht. Der Reihe nach. Also erstmal waren Sie im Sommer viel in den Bergen. Wir haben unglaubliche Bilder von Ihnen gefunden, was Sie da alles so tun, Johannes Rizek. Was suchen Sie da? Oder ich frage andersrum, was finden Sie dort? Das sind atemberaubende Bilder. Was finde ich da? Das ist einfach, gehört zu mir, zu meiner Persönlichkeit. Ich bin im Allgäu in den Bergen aufgewachsen, habe von meinen Eltern diese Begeisterung mitbekommen, und die lebe ich einfach. Und ich habe das Privileg, das auch in mein Training einbauen zu können. Und befreit mir einfach auch ein bisschen den Kopf und gibt mir auch einfach manchmal
dass es mehr gibt als nur den Sport. Und ja, macht einfach Spaß. Aber Sie sind da ungesichert unterwegs in diesen Bergen. Es geht links und rechts ein paar hundert Meter. Was sagt denn Ihre Frau dazu? ich bin nicht immer ungesichert. Und wo ich ungesichert bin, da weiß ich auch, wo ich hingehe und wo meine Grenzen sind. Und da vertraut sie mir, wie ja, in vielen anderen Bereichen auch, dass ich da einfach nicht über meine Grenzen gehe, sondern da das auch irgendwo bedacht mache. Und ja, das ist einfach Vertrauen und ich glaube, sie muss sich da nie allzu große Sorgen machen. Denn das war natürlich das Riesenhighlight. Sie haben geheiratet. Ganz genau. Die Lissi. Und hatten Sie denn bei Ihrem straffen Zeitplan überhaupt Zeit für Flitterwochen oder musste die mit auf die Schanze? Nein, die Flitterwochen wurden quasi vorgezogen. Tatsächlich am Samstag haben wir die Hochzeit gehabt und am Montag ging es schon wieder auf Lehrgang. Aber wir haben unglaublich schöne Tage in der Toskana gehabt, haben da die Zeit genossen und die Hochzeit kam dann zwar danach, aber ich glaube, das kann man trotzdem so zählen lassen. Wir haben noch mehr schöne Bilder von Ihnen. Sie sind nämlich zum Beispiel auch ein unglaublich guter Alpinskifahrer. Wir haben Bilder vom Freeriding, die wir mal, das ist ja Abenteuer pur. Das ist Johannes Ritzek, ein nordischer Kombinierer auf Skiern. Stimmt es, dass Sie nach Ihrer Karriere einen Job als Testfahrer für Freeride-Equipment anstreben? Anstreben nicht, nein, das habe ich glaube ich nur mal so gesagt, weil ich bin unglaublich gern einfach im Schnee, in den Bergen unterwegs. Das gibt mir unglaublich viel und war auch immer schon als Kind mit meinem Bruder, wenn es Pulverschnee hatte draußen. Wir werden dieses Frühjahr noch nach Georgien zum Heliskien fahren, was auch so ein Kindheitstraum von uns beiden war. Und ja, mal schauen, wo es mich danach hin verschlägt. Ein Kind der Berge. Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie in Kiel auf die Welt gekommen wären? Weiß ich nicht. Da wäre ich wahrscheinlich ein Kind des Wassers gewesen. Nein, keine Ahnung. Segler. Ich kann mir das schwer ohne Berge vorstellen, tatsächlich. Wie hoch ist denn jetzt der Trainingsaufwand im Sommer? Sie haben vorhin schon gesagt, natürlich werden wird die Basis für den Wintererfolg im Sommer gelegt. Was machen Sie da alles? Ja, das ist das Schöne und warum mir das auch so viel Spaß macht. Das ist unglaublich abwechslungsreich. Es startet im Mai mit Radfahren, Grundlagenausdauertraining, eben auf Roller oder auch zu Fuß, dann im Kraftraum natürlich. Und da können wir natürlich schon ein bisschen variieren einfach. Und da kann ich eben auch meine Berge ein bisschen einbauen. Und dann geht es mit der Juni so auf die Schanze wieder, wo wir dann einfach wieder das Gefühl zurückholen, sich da wieder langsam in die Winterform bringt. Und ja, jetzt im Herbst einfach noch den Feinschliff holen, wieder den ersten Schneekontakt. Und ja, da merkt man dann immer schon wieder, wie es kitzelt. Und jetzt haben Sie bei einem Medientreffen einem Kollegen vor nicht allzu langer Zeit verraten, dass es noch nicht alles hundertprozentig sitzt und noch nicht so weit ist, wie es sein sollte in der Vorbereitung. Wo fehlt es denn noch? Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, wie weit man ist, weil das die Vorbereitung, wenn es dann im Wettkampf geht, ist es immer dann wieder anders. Meine Sprungform, obwohl wir viel daran gearbeitet haben, ist noch vielleicht noch nicht auf der Konstanz oder auf dem Level, wo ich es vielleicht gern hätte. Aber ich glaube, da ist mein Anspruch jetzt auch in den Jahren ziemlich hoch geschraubt worden. Deswegen bin ich erstmal zufrieden, so wie es ist. Bei den deutschen Meisterschaften lief es auch noch nicht so ganz rund. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, aber ja, ob das jetzt in 3 Wochen zur Höchstform ist, reicht er dann in Seefeld. Sie studieren obendrein auch noch in Kempten Wirtschaftsingenieurswesen, wollen im Sommer 2019 damit den Bachelor abschließen. Wie funktioniert das mit der Doppelbelastung? Geht das dann nur im Sommer mit dem Studium? Ja, also im Winter bleibt da wirklich wenig Zeit. Also, und das gibt mir auch Kempten die Möglichkeit einfach zu sagen, ich strecke mein Studium, dass ich im Sommer dann aber wirklich auch normales Studium oder mal ein normales Pensum ableiste. Das ist dann auch mal relativ strenge Wochen, die Prüfungsphase, weil da das Training natürlich auch noch dazu kommt. Da ist dann außer Lernen und Büffeln gar nicht mehr so viel. Aber trotzdem bin ich da jetzt über die Jahre dran geblieben und hoffe, dass ich jetzt dann bald abschließen kann. Ohne Ehrgeiz kann man kein großer Sportler werden. Stimmen Sie zu?
Ich denke, Ehrgeiz ist natürlich Grundvoraussetzung und oft wird er natürlich vielleicht ein bisschen negativ behaftet gesehen. Muss richtig kanalisiert werden und das habe ich auch über die Jahre lernen müssen. Manchmal ein bisschen bitter, manchmal, aber ich glaube, ja, dass der Ehrgeiz schon wichtig ist. Aber ich frage deswegen, weil wir oft beobachtet haben, dass sich Johannes Rezek wahnsinnig ärgern kann. Das heißt, pusht sie dieser Ehrgeiz eher oder steht er Ihnen manchmal vielleicht auch im Weg? Ich glaube, wenn ich mich so geärgert habe, war das nicht immer nur der Ehrgeiz. Natürlich auch der Ehrgeiz und der stand mir sicher auch im Weg. Aber ich glaube, das meiste ist, dass ich mit viel Herzblut und mit viel Emotionen meinen Sport auslebe, weil er mir eben so viel Spaß macht und so viel gibt. Und ich glaube, da gehört es einfach dazu, mit Emotionen dabei zu sein. Und das zeigt dann einfach, dass man das Herz voll reinlegt. Immer noch, muss man sagen, weil Sie sind unglaublich, Sie haben so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, mehrfach teilweise. Und man fragt sich dann, diese Motivation, dieses immer weitermachen, dieser Ehrgeiz, dieser Hunger. Andere haben in ihrer Lebenssituation dann längst mit dem Sport aufgehört, haben gesagt, jetzt möchte ich etwas anderes tun. Wo kommt diese Motivation her? Ich glaube, die Kombination Springen, Laufen hat mich schon so als kleines Kind so fasziniert und mir macht es immer unglaublich viel Spaß noch. Ich freue mich, wenn ich einen coolen Sprung habe, wenn ich weit springe, wenn ich merke, ich kann da den Berg quasi rauffliegen. Das macht mir immer noch so viel Spaß und so sehe ich das auch und so gehe ich jetzt auch in die neue Saison. Jeder Wettkampf ist da irgendwie wieder neu und einfach die Freude an den kleinen Dingen, also es muss nicht immer der Sieg sein, die habe ich zum Glück noch nicht verloren und die versuche ich auch mir so lange wie möglich zu halten. Und ich glaube, wenn die mal weg ist, dann ist auch Zeit aufzuhören. Sie sind unglaublich. Dankeschön. Johannes Rezek, wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Applaus